Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Vorstandsklausurtagung, die ja traditionell vor der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages im September stattfindet. Wir nutzen sie, um den Bundeshaushalt zu besprechen und einige andere wichtige Themen auch abzuarbeiten. Wir haben auch dieses Jahr wieder interessante Gäste. Und natürlich nutzen wir diese Klausur auch, um uns zu positionieren. Wichtig bei dem Bundeshaushalt ist festzustellen, dass wir von Anfang an das gehalten haben, was wir versprochen haben beim Wahlkampf zum Bundestag beim letzten Mal. Wir haben auf Steuererhöhungen verzichtet, haben das auch unserem Koalitionspartner klar machen können und bestehen weiterhin darauf, nicht zulasten nachfolgender Generationen weitere Schulden aufzubauen. Davon haben wir ohnehin schon einige. Insofern versteht sich die CDU-CSU als stabilisierender Faktor in dieser großen Koalition. Und wir sind froh und zufrieden, dass die SPD diese solide Haushaltspolitik auch mitgetragen hat. Nach unserer Auffassung ist solides Haushalten die Grundlage, eine wichtige Grundlage für Wohlstand in Deutschland. Wenn Sie die derzeitige Situation sehen, dann haben wir Rekordbeschäftigung, wir haben Lohn- und Rentenerhöhungen, wie sie seit vielen Jahren nicht mehr da waren. Infolgedessen darf sich diese Regierung neben vielen anderen, die daran mitgewirkt haben, auch auf die Habenseite schreiben, dass wir die richtige, solide Haushaltsfinanzpolitik gemacht haben. Damit das so bleiben kann, brauchen wir nicht nur solides Haushalten, wofür unser Bundesfinanzminister ja auch in Person steht, sondern wir brauchen auch eine Wirtschaftspolitik, die weiterhin die Interessen Deutschlands im Blick hat. Gerade angesichts der aktuellen Debatte will ich betonen, dass die CDU-CSU nach wie vor die Auffassung vertritt, dass wir Freihandelsabkommen brauchen. Erstaunlicherweise haben wir im letzten Jahr ein Freihandelsabkommen mit Südkorea abgeschlossen. Kein Mensch hat das in Deutschland interessiert. Es gab auch keine Demonstrationen deswegen, offenkundig, weil es eben Südkorea war und möglicherweise nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir glauben, dass wir mit dem Freihandelsabkommen TTIP eine große Chance haben, die Globalisierung und die wirtschaftliche Entwicklung in der Globalisierung mitzugestalten. Es geht um mehr als kleingeistig zu handeln. Es geht auch um mehr als Handelshemmnisse und Hindernisse abzubauen. Es geht um die Möglichkeit der Europäischen Union, mit TTIP die Globalisierung zu gestalten. Wenn wir es nicht machen, werden das andere tun. Und dann bekommen wir Maßstäbe und Standards aus Asien, weil auch da wird verhandelt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem asiatischen Raum. Und deswegen sind wir der Auffassung, der Bundeswirtschaftsminister muss ungeachtet seiner parteipolitischen Probleme der SPD oder innerhalb der SPD weiterhin entsprechend seinem Amtseid handeln und sich kräftig dafür einsetzen, so wie er es auch in einer großen Tageszeitung in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit versprochen hat und 5 Gründe dafür genannt hat, warum dieses Freihandelsabkommen wichtig ist. Und wir erinnern ihn daran und sagen, setzen Sie sich weiterhin dafür ein, dass für die Interessen und zum Wohlstand Erhalt in Deutschland der Freihandel einer Exportnation ermöglicht wird als Teil der Europäischen Union. Und es wäre ganz klug, wenn wir ein Abkommen nicht schon verurteilen und für beendet erklären, dass noch intensiv verhandelt wird und nach Auffassung der Kommissarin, die in der Europäischen Union dafür zuständig ist, eben auch eine gewisse und große Chance beinhaltet. Letztlich will man das ja noch bis Januar nächsten Jahres ausführlich verhandeln. Und deswegen besteht die Chance eben noch, dort Fortschritte zu machen. Und die dürfen wir nicht von Deutschland aus behindern. Morgen werden wir uns noch mal intensiv mit der inneren und äußeren Sicherheit beschäftigen. Wir haben den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Münch, zu Gast und anschließend auch Jens Stoltenberg als Generalsekretär der NATO. Wir wollen noch mal stichpunktartig darauf hinweisen, dass uns eigentlich immer noch sehr interessiert, wie wir diese intensive Einbruchskriminalität in Deutschland effizient bekämpfen können. Wir haben uns gemeinsam mit unserem Koalitionspartner darauf verständigt, Mittel der KfW zur Verfügung zu stellen,
damit Einbruchssicherung, Prävention stattfinden kann, dass Menschen auch eine finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen können, wenn sie sich entscheiden, ihr Haus, ihre Wohnung besser vor Einbruchskriminalität zu schützen. Da wollen wir nicht nur die Gesamtsumme erhöhen von 10 auf 50 Millionen, sondern wir wollen auch die Schwelle absenken, ab der es möglich ist, diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Unser Wunsch besteht nach wie vor dahingehend, dass wir sagen, ab einer Investition von 500 Euro kann man Mittel bei der KfW abrufen, sofern man sich entscheidet, Einbruchssicherung durchzuführen. Wir haben ein wichtiges Thema von unseren Rechtspolitikern noch mit auf den Weg bekommen. Wir wollen Kinderehen in Deutschland verhindern. Ein Thema, das neu in den Fokus gerückt ist und bei uns auch neu auf der Tagesordnung ist. Wir finden, 14-jährige Kinder gehören in die Schule und nicht vor den Traualtar. Und deswegen müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass wir sagen, Kinder dürfen nicht mehr zwangsverheiratet werden. Auch da werden wir entsprechende Beschlüsse diskutieren. Und last but not least, Deutschlands Rolle in der Welt, insbesondere auch verteidigungs- und außenpolitisch, ist von hoher Bedeutung. Es wird von uns auch gefordert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir sind dazu als CDU/CSU bereit. Auch die Bundesverteidigungsministerin hat da schon umfangreich und deutlich zu Stellung bezogen. Wir wollen ein verlässlicher Partner der NATO sein. Und im Übrigen, weil die Diskussion ja auch geführt wurde und immer noch geführt wird, wir wollen ein wichtiger Teil dieses Verteidigungsbündnisses sein. Und dazu gehört im Übrigen im Verhältnis zu Russland eine klare Aussage dazu, dass wir verteidigungsbereit sein müssen, aber auch dialogbereit bleiben wollen. Das ist keine Frage für uns, denn ohne Russland wird es auch langfristig keine Sicherheit in Europa geben. Deswegen muss man im Gespräch bleiben. Aber die NATO an sich muss auch präsent sein, wenn es darum geht, Mitgliedstaaten entsprechend auch zu unterstützen. Und in dem Zusammenhang habe ich es leider auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass manches Manöver, das von russischer Seite auch mit 90.000 Soldaten durchgeführt wird, eigentlich sang- und klanglos hingenommen wird, was ja auch gar nicht zu kritisieren ist. Nur wenn einmal die NATO in Warschau tagt, ist dies gleich eine Provokation. Da sind wir der Auffassung, es wäre klug, wenn wir beide Seiten gleich bewerten und den gemeinsamen Wunsch, ich glaube, der besteht zwischen den NATO-Staaten genauso wie zwischen Russland und anderen Verbündeten dort, dass wir sagen, wir müssen in einem vernünftigen Dialog bleiben und sollten uns nicht permanent in irgendeiner Form auch Vorwürfe machen. Das ist so einer der Punkte, der morgen auf der Tagesordnung sein wird. Ich glaube, wir haben mit Herrn Stoltenberg, Herrn Münch und natürlich letztlich mit der Kanzlerin zu Beginn hochinteressante, bedeutende Gäste. Und deswegen freuen wir uns auf diese Klausurtagung. Wir werden uns positionieren. Nicht, weil es schon um Wahlkampf geht. Da hat man in den letzten Tagen ja ein wenig den Eindruck bekommen, der hätte schon begonnen. Das hat er nicht. Wir haben eine ganz klare Auffassung dazu. Wir werden uns positionieren und wir müssen Fehlentwicklungen auch klar ansprechen und falsche Beschlüsse und falsche Auffassungen. Aber wir sind der Auffassung, wir müssen auch das letzte Jahr weiter ordentlich regieren zum Wohle des Landes. Dazu ist die CDU/CSU jedenfalls bereit. Herzlichen Dank. Ja, werte Damen und Herren, ich darf vielleicht wenige Ergänzungen noch mit anfügen. Gerade die letzte Etappe einer Koalition ist immer eine Herausforderung, da Positionierungen in den Parteien auch mit stattfinden. Und trotzdem bin ich überzeugt, können wir in diesem verbleibenden Jahr dieser großen Koalition hier noch entscheidende Wegmarken tätigen. Michael hat ja bereits ausgeführt, als er vor allen Dingen die haushaltspolitischen Grundsätze auch mit vortragen, nicht nur für das Jahr 2017, sondern auch darüber hinaus in den haushalterischen Planungen hier dies auch geben, um damit weiterhin eine gute Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern mit in Europa zu haben. Besonders kommt es dabei auf Deutschland an. Denn wenn in Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 1% entsteht, so zieht dies auch in anderen europäischen Ländern nach, da viele Zulieferer und Zusammenarbeit in der Industrie hier natürlich die Bedeutsamkeit auch für andere
Länder hiermit gegeben ist. Die weltwirtschaftlichen Gegebenheiten, Freihandel, sind ja für uns gerade als CSU bedeutsam. Bayern mit einem Exportanteil von 60% ist ja darauf angewiesen, dass wir exportorientiert unsere Betriebe auch unterstützen. Und von daher ist eine gute Finanzpolitik, eine gute Steuerpolitik und vor allen Dingen aber auch die Möglichkeiten der Nutzung des Freihandels gepaart letztendlich auch mit den großen wissenschaftlichen Möglichkeiten und Expertisen, die wir insgesamt in unserem Land haben, aber viele Exzellenzinitiativen und der Bundeshaushalt ja eine besondere Bewandtnis bei Wissenschaft und bei Lehre und bei Forschung hier auch mit hat, ist es eine sehr großartige, auch für die Zukunft hineintragende Investition, die wir über den Bundeshaushalt und damit für zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen tragen. Und deshalb stehen wir CSU genauso für Freihandelsabkommen, für CETA und für TTIP und haben kein Verständnis für das Lavieren eines Bundesministers, der zuvörderst der Wirtschaftsminister natürlich an die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu denken hat und nicht an die Entwicklung als Parteivorsitzender in der SPD. Das mag auch eine Aufgabe sein, aber nicht zuvörderst im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dann mit sein, dass er möglicherweise hier seine eigenen Schwierigkeiten damit also versucht zu kaschieren. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen auch die innere Sicherheit hier eine besondere Bewandtnis hat, aber nicht nur die innere, die ist ja auch abhängig von der äußeren Sicherheit. Die NATO ist ja mit eingebunden in den Operationen im Mittelmeer, um damit also nicht nur Flüchtlingsboote auch mit zu retten, sondern besonders Schlepperbanden auch mit entgegenzutreten. Und dieses Schlepperunwesen, das ja bedeutet, dass viele Menschen auf viele unsichere Wege auch geleitet werden, möglicherweise damit Leib und Leben riskieren, um nach Europa zu gelangen, dass dieses Schlepperunwesen, dieses Bandenunwesen auch aktiv bekämpft wird. Das gehört mit dazu in diesen Auftrag. Und von daher also ist diese Diskussion sicherlich mit Herrn Stoltenberg auch etwas Entscheidendes und Wichtiges, aber bedeutet auch, dass wir in der Flüchtlingsursachenbekämpfung weiterkommen müssen. Unser Entwicklungshilfeminister hier auch besondere Akzente auch mitzusetzen hat, gerade in Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern. Aber wir haben natürlich als CSU überhaupt kein Verständnis, wenn es heißt, die Union wäre Blockierer in den vielen Fragen der inneren Sicherheit und vor allen Dingen auch der Bekämpfung des Schlepperunwesens und der einhergehenden Kriminalität und der Eindämmung letztendlich auch der Flüchtlinge mit bei uns in Deutschland beziehungsweise auf Europa. Wir mussten die SPD ja ständig drängen. Wenn ich sehe die Umsetzung Asylpaket 2, wie lange das gedauert hat, ob der Frage der Subsidiärschutzbedürftigen und des damit verbundenen Aussetzung des Familiennachzugs. Ich glaube, es ist notwendig, auch im Sinne einer Integration derer, die bereits in Deutschland sind, diesen Familiennachzug auszusetzen. Denn immer noch mehr Menschen insgesamt zu integrieren, ist eine Herausforderung, die ja eine große Anstrengung auch bedeutet, die wir in Deutschland hervorragend auch mit meistern. Da gibt es sicherlich noch viele zusätzliche Ansatzpunkte, aber wir das auch in Bayern hier auch mit hervorragend auch mit versuchen, auch mit umzusetzen, um damit den Humanitätsgedanken durchaus natürlich hier auch die entsprechende Note zu geben. Aber dass wir Bremser wären, das steht das Bremserhäuschen, im Bremserhäuschen steht ganz klar und deutlich die SPD. Und wir als Bayern seit heute auch eine Wohnsitzzuweisung tätigen und umsetzen, das ein Mitergebnis von Asylpaket 2 ist, um damit Ghettoisierungen auch mit vorzubeugen. Das zeigt auch so deutlich, wir nehmen das ernst, um dies hier dann nachher im Sinne auch einer gelungenen Integration auch mit zu erreichen. Musik.